Wir, das ist die evangelische Gemeinschaft in München-Bogenhausen, werden 60. Oder vielleicht werden wir auch etwas älter. So ganz genau können wir keinen Geburtstag nennen. Doch seit gut 60 Jahren verstehen wir uns als eine feste Gemeinschaft von Christen und das feiern wir. Unsere Geschichte aber beginnt noch etwas früher. Im August 1940 unterzeichnet Pfarrer Keub, der Rektor des Diakonissenmutterhauses Hensoldshöhe, den Kaufvertrag für das Anwesen in der Mühlstraße 20. Anfangs sind hier Krankenschwestern untergebracht, später entsteht auch ein Studienheim für Mädchen. So ist die Mühlstraße, wie wir unsere Gemeinschaft gern nennen, zunächst ein reiner Frauenverein. Männer findet man noch nicht in den Bibelstunden und Gebetskreisen. Im Jahr 1951 erhält das evangelisch-lutherische Dekanat München unsere Anmeldung, um künftig als Gemeinschaft innerhalb der Landeskirche zu arbeiten. Nun sind wir also offiziell eine Gemeinschaft. Mit dem neuen Status kommt Anfang der 50er Jahre neues Publikum. Leute aus der Umgebung, Familien und ältere Bewohner vergrößern unsere Bibel- und Gebetsstunden. Bald entstehen eine neue Jugendarbeit und regelmäßige Gemeinschaftsstunden am Sonntagabend. Treffpunkt ist die Diele des Treppenhauses im Erdgeschoss und die wird nun endgültig zu eng. 1954 gibt es erste Pläne für den Bau eines Gemeinschaftssaales. Im gleichen Jahr treten wir der Evangelischen Allianz München bei. Diese Zeit vor 60 Jahren ist für uns die Geburtsstunde unserer Gemeinschaft. . 1955 wird der neue Gemeinschaftssaal zwischen den Häusern 18 und 20 der Mühlstraße gebaut. Er ist die Grundlage für unseren Gottesdienstraum heute. Laienbrüder, Diakonissen und befreundete Pfarrer übernehmen die verschiedenen Dienste. Fast 20 Jahre lang, bis 1973, Ernst Völker unser erster hauptamtlicher Prediger wird. Die 70er Jahre sind aktive Jahre. Vieles hat hier seinen Ursprung. Etwa der Dienst im Krankenhaus rechts der Isar und in den Gefängnissen Stadelheim und Eichach. Mit Evangelisationen, Frauenkreisen, einem Ehepaarkreis, regelmäßigen Kinderstunden und dem Jugendbund EC wächst das Gemeinschaftsleben weiter. Es bilden sich erste Außenstellen mit regelmäßigen Hausbibelkreisen im Münchner Raum. 1978 stellt eine gläubige Geschäftsfrau, Maria Blaschke, Räume in der Kreuzstraße 8 zur Verfügung und ebnet damit den Weg für unsere erste Tochtergemeinde. Deren Kern bilden anfangs Besucher aus der Mühlstraße. Es folgen Jahre des Wachstums und der Umbrüche. Wesentlich ist der Beginn der Sonntagsvormittagsgottesdienste im Jahr 85. Traf man sich bisher am Sonntagabend und konnte am Morgen die örtliche Kirchengemeinde besuchen, so bedeutet der Vormittagsgottesdienst einen Schritt in Richtung Eigenständigkeit. Für viele ändert sich dadurch der Kontakt zur örtlichen Gemeinde stark. Immer häufiger finden nun auch Taufen, Trauungen und Beerdigungen in unserer Gemeinde statt, auch ein Glaubenskurs für Teenager als Alternative zur Konfirmation. Es entstehen auch weitere Hausbibelkreise in und um München, mit ihnen örtliche Kinder- und Jungschararbeit. Einige werden später eigenständige Tochtergemeinden. Im Jahr 87 Wolfratshausen und 11 Jahre später Puchheim. 1990 schafft ein kompletter Umbau unserer Räume neuen Platz in der Mühlstraße. 2 Jahre später wird nach 19 Jahren Dienst unser Prediger Ernst Völker verabschiedet. Siegfried Winkler tritt an seine Stelle. Im Jahr 2000 unterzeichnet die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern mit unserem Gemeinschaftsverband eine Vereinbarung. Diese beschreibt unsere Beziehungen und Aufgaben neu. Ein Zusatzprotokoll regelt für unsere Gemeinde, dass wir von nun an nicht mehr in dem Rahmen der verfassten Evangelisch-Lutherischen Kirche arbeiten. Damit fallen wir auch nicht mehr unter die Kirchengesetze. Eine sichtbare Konsequenz ist unsere Namensänderung in Evangelische Gemeinschaft. Mit diesem Paukenschlag gehen wir ins neue Jahrtausend. Ab 2003 bereiten wir uns 2 Jahre lang auf ProChrist in München vor.
So ist unsere Jugend in der Evangelisation Jesus House aktiv und gründet später die Gruppe Crosslight. 2004 bieten wir erstmals Glaubensgrundkurse für Kirchenferne an. Ein Jahr später starten zusätzlich unsere monatlichen Abendgottesdienste. 2006 schließlich kommt Pro Christ in die Münchner Olympiahalle und gemeinsam mit anderen Münchner Gemeinden engagieren wir uns stark. Es sind spannende, prägende Tage für uns, die die Gemeinschaft mit den anderen Münchner Christen stärken. Initiativen wie die Gebetstram der Evangelischen Allianz gehen aus dieser Zeit hervor, die im Januar 2008 das erste Mal durch die Münchner Innenstadt rollt. Ein besonderes Datum ist der 1. Januar 2009. Unser Gemeindeverbund löst sich auf. Die Tochtergemeinden Stadtmitte, Puchheim und Wolfratshausen werden eigenständig und unabhängig. 10 Tage später wird uns feierlich vom Diakonissenmutterhaus Hensoldshöhe das endlich gekaufte Gemeindehaus in der Müllstraße übergeben. Wir bisherigen Dauermieter werden sesshaft. Doch bequem wollen wir deshalb noch lange nicht werden. 60 spannende Jahre liegen hinter uns und auch die Zukunft verspricht Abwechslung. Wir wollen offen bleiben für neue Aufgaben und im Vertrauen auf Jesus Christus auf die nächsten Jahre blicken.